Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video und zwar zu meinem Lesemonat für den Monat März. Ich bin jetzt mal eine Woche zu spät dran mit dem Lesemonat, weil ich euch ja letzte Woche einen Reading-Blog hochgeladen habe, wo ich nämlich auch noch Bücher aus dem März gelesen habe. Und ich dachte mir, es ist wenig sinnvoll, euch da die Bücher vorwegzunehmen. Deswegen dachte ich mir, lade ich also mal den Reading-Blog hoch und jetzt kommt der Lesemonat eine Woche verspätet. Aber jetzt ist es ja soweit und ich zeige euch die Bücher, die ich im März gelesen habe. Es sind ganze 6 Stück, was mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, es wären irgendwie weniger. Also für mich ist das schon sehr, sehr viel. Vor allem in Anbetracht, dass ich ja eine Klausur hatte im März, also eine mündliche Prüfung und jetzt auch nochmal eine mündliche Prüfung habe. Und deswegen dachte ich irgendwie, ich habe viel, viel weniger gelesen. Aber es sind doch 6 Bücher, was mich sehr, sehr freut. Und es sind auch sehr coole Bücher mit am Start. Also ich habe es ja auch schon in meinem Reading-Blog gesehen, da waren ja auch richtig coole Bücher mit dabei. Schreibt gerne in die Kommentare, wie viele Bücher ihr so im März gelesen habt und was so euer Highlight war. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Fangen wir direkt an mit einem zweiten Teil einer Reihe, und zwar der Twisted-Reihe. Das hier ist Twisted Games von Anna Huang und da hatte ich den ersten Teil vor ein paar Monaten gelesen. Also ich glaube irgendwie so November, Dezember hatte ich den gelesen und der hat mir ja leider nicht so gut gefallen. Also ich war irgendwie nicht so der Fan von der ganzen Charakterkonstellation, weil das Ganze super krass klischeehaft war. Also ich wusste irgendwie nicht so ganz, was ich damit anfangen sollte, weil die Reihe hat ja einen total krassen Hype auf TikTok und so weiter und jeder feiert irgendwie die Reihe und dementsprechend hatte ich super, super hohe Erwartungen an den ersten Teil und dachte, dass mich das Buch komplett weghauen würde, aber das Buch hat mir irgendwie nicht gefallen, weil es eben so stereotypisiert ist. Also der männliche Charakter ist so dieser typische Macho, der keine Beziehungen eingehen kann, aber der ein super krasses Kindheitstrauma hat, der immer wieder vernachlässigt worden ist in Beziehungen und dementsprechend keine eingehen möchte. Und dann haben wir auf der anderen Seite die weibliche Protagonistin, die total lieb ist, total lebensfroh und dann knallen diese Gegensätze aufeinander und er ist super obsessiv und hat sehr viele Besitzansprüche und ich fand es einfach ein bisschen unangenehm zu lesen. Also ich fand, es gab sehr viele unangenehme Szenen, die ich einfach nicht so gefeiert habe. Und deswegen habe ich mir den zweiten Teil jetzt auch nicht gekauft, sondern den hat mir eine Freundin geliehen, weil sie meinte, dass das Buch hier besser wird. Und es hat schon besser angefangen durch die Charakterauswahl, weil das Ganze hier geht nämlich um Bridget. Bridget sehen wir auch im ersten Teil schon, weil sie eine Freundin ist von der Protagonistin. Und ich fand Bridget super interessant, weil sie eine Prinzessin ist von, ich weiß gar nicht mehr wovon, auf jeden Fall von einem fiktiven Land. Alles, wo so Prinzessinnen oder Prinzen oder König oder Königin vorkommen, finde ich total, total cool. Also ich bin ja ein riesengroßer Selection-Fan oder von der Royal-Reihe von Valentina Faas und ich finde sowas einfach super cool. Ich weiß, sowas kann auch in die Hose gehen, zum Beispiel mit Royal Passion, das mochte ich ja gar nicht. Aber ich war dementsprechend schon etwas positiver gestimmt und habe mich ein bisschen zumindest auf das Buch gefreut und gehofft, dass es besser werden würde. Ich fand Bridget als Charakter super interessant und auch sehr sympathisch, dadurch, dass sie eben in dieser Rolle als Prinzessin gefangen ist, gleichzeitig aber ein normales Studium macht und versucht, ein möglichst normales Leben zu führen. Und dann gibt es einen richtig krassen Plot-Twist, der das Ganze nochmal sehr viel interessanter gemacht hat. Und auf der anderen Seite haben wir, ich habe keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht. Es ist Regal? I don't know. Also es wird wie Regal geschrieben. Sagen wir einfach, er heißt Regal. Auf jeden Fall ist das ihr Bodyguard. Und sie hatte vorher einen anderen Bodyguard, mit dem hat sie sich super verstanden. Und dann kommt er und er ist ein Ex-Army-Typ. Und ja, er ist auch total, also er ist ähnlich wie der männliche Protagonist im ersten Teil, leider. Er ist auch super traumatisiert, er ist auch super kalt, er ist super hart zu ihr und die beiden kommen, also werden irgendwie nicht richtig warm miteinander, aber haben eine gewisse Spannung. Ja, ich denke, das ergibt sich aus dem Kontext, also dass es ja ein New Adult Roman ist. Aber die beiden sind auch super gegensätzlich, also von der Charakterkonstellation ist es sehr ähnlich zum ersten Teil und der männliche Protagonist verhält sich auch ähnlich wie der im ersten Teil, also Richtung Besitzansprüche etc. Das habe ich alles nicht so krass gefeiert, aber aus irgendeinem Grund hat mir das Buch ein bisschen besser zumindest gefallen. Also ich mochte einfach diese ganze Royal Atmosphere, ich weiß auch nicht, also sowas catcht mich immer total. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass der Protagonist ein bisschen zumindest weniger schlimm war als der aus dem ersten Teil und ich fand Bridget halt total sympathisch. Deswegen mochte ich das Buch tatsächlich ganz gerne und werde auch Band 3 und Band 4 mir auch noch zulegen und die dann auch lesen. Also sie stehen schon auf meinem Wunschzettel für meinen Geburtstag und ich bin dann mal gespannt, in welche Richtung
Richtung die Bücher gehen. Also das Buch ist von der Charakterkonstellation sehr ähnlich zum ersten Teil, aber trotzdem ein Tickchen besser, weil die Charaktere doch noch ein bisschen sympathischer sind. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht in den weiteren Teilen. So, an dieser Stelle kommen wir einmal zum Sponsor des heutigen Videos und zwar ist das wieder BookBeat. Ihr kennt das ja schon von mir, ich habe euch BookBeat ja schon einige Male vorgestellt und für alle, die es noch nicht kennen, BookBeat ist eine Hörbuchplattform, wo ihr im Abo-Modell jeden Monat lang so viele Hörbücher hören könnt, wie ihr gerne möchtet. Es gibt auch ein Studenten-Abo-Programm, also wenn ihr studiert, so wie ich, dann kriegt ihr ein Abo für 4,99 im Monat, was sehr, sehr cool ist und ihr habt eine riesige Auswahl. Und ich werde euch jetzt mal ein kurzes Leseupdate geben, beziehungsweise ein Hör-Update, was ich gerade so auf BookBeat höre. Und ihr könnt auch wie immer BookBeat 2 Monate lang gratis testen mit meinem Code, und zwar AveryLittleBook. Ich schreibe euch den wie immer in die Infobox und ihr könnt auch da direkt über den Link gehen und bei BookBeat vorbeischauen und dann könnt ihr BookBeat erstmal 2 Monate lang gratis testen und schauen, ob es was für euch ist. Und jetzt gebe ich euch nochmal ein kurzes Leseupdate. Ich hatte ja schon in meinem letzten Video darüber geredet, dass ich Westworld Band 3 höre und da habe ich auch noch ein bisschen weiter gehört. Allerdings habe ich es nicht zu Ende gehört, deswegen hat es nicht so ganz jetzt in den Lesemonat gepasst, sondern das ist nur ein kleines Update. Ich werde es euch dann nochmal komplett im nächsten Lesemonat vorstellen, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt seht ihr hier erstmal, wie BookBeat aufgemacht ist. Da oben seht ihr, was ich gerade höre, und zwar Westworld Band 3. Und zwar bei 72% bin ich da gerade und hier seht ihr all die Bücher, die gerade gehört werden bzw. gehört wurden. Also meine Mutter benutzt den Account auch fleißig mit und hört gerade die Bücher von Laura Kneidel. Dann seht ihr hier unten einmal die Kategorie Offline-Bücher, also man kann sich die Bücher auch downloaden und dann ohne Datenvolumen hören, das mache ich immer. Und dann haben wir hier unten noch die besten Hörbücher und Neuheiten für mich. Also hier werden immer Neuerscheinungen rausgesucht, die perfekt für euch passend sind. Und das liebe ich, weil da schaue ich nämlich immer vorbei und gucke immer, was ich als nächstes hören möchte. Die haben auch eine super große Auswahl. Also die meisten Bücher, die ich gerne hören möchte bzw. lesen möchte, haben die auch. Und hier kann man sich nochmal inspirieren lassen. Und man kann auch gezielt natürlich nach Kategorien suchen oder auch in der Suchfunktion gezielt nach einem Buch. Also ich habe auch gezielt nach Westworld Band 3 gesucht, weil ich das nämlich gerne hören wollte. Ich habe nämlich den zweiten Band eine Weile gelesen und fand den nicht so toll. Deswegen dachte ich mir, ich lege mir Band 3 jetzt nicht zu, sondern höre es stattdessen. Das Buch hat eine Laufzeit von 14 Stunden und 19 Minuten, also relativ lang. Dementsprechend bin ich auch erst bei 72%, weil es doch relativ lange dauert, das Ganze durchzuhören. Und ich höre BookBeat super gerne beim Spazierengehen. Das habt ihr auch in meinem Leseblog gesehen. Und zum Beispiel beim Schminken höre ich es auch. Oder wenn ich Bahn fahre und Bus fahre, weil es einfach ein super Zeitvertreib ist. Irgendwann hat man seine Playlist durchgehört und dann höre ich super gerne BookBeat. Auch im Fitnessstudio mittlerweile höre ich gerne ein Hörbuch und ja, im Moment eben Westworld Band 3 und ich glaube, da werde ich auch noch ein bisschen dran hören, weil ich habe jetzt noch so ungefähr 4 Stunden zu hören offen. Bisher gefällt mir das Buch auf jeden Fall ganz gut, also es setzt genau da an, wo Band 2 aufgehört hat. Und Band 2 hat sich ja für mich eher so wie so ein Streckbuch angefühlt, also es ist nicht so richtig was passiert und es hat sich angefühlt, als wollte man nur die Zeit zwischen dem ersten und dem dritten Band irgendwie so ein bisschen strecken, damit es eine Trilogie wird. Der erste Band hat mir super gut gefallen, das Ganze ist eine New Adult Geschichte, die so ein bisschen in die Romeo und Julia Richtung geht, aber im New Yorker Stil. Und das fand ich super cool und jetzt in Band 3 passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel. Also es gibt viele Plot-Twists, es gibt viele Sachen, die sich nochmal in eine andere Richtung drehen. Also es ist echt ganz cool gemacht und es ist immer wieder spannend weiterzuhören. Ich habe auch gerade ein paar Minuten weitergehört, als ich mich fertig gemacht habe. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und werde euch dann nochmal ein abschließendes Update geben, wenn ich das Buch durchgehört habe. Und ja, nochmal zur Erinnerung, mit dem Code EveryLittleBook könnt ihr 2 Monate lang BookBeat gratis testen. Und jetzt machen wir weiter mit dem Video. Weiter geht's mit einem Buch, was schon etwas länger auf meinem Sub lag. Und zwar ist das dieses hier, das ist 5 Sterne für dich. Ich finde, das Cover sieht super schön aus und auch mit dem Buchschnitt, der so gelb ist, finde ich, sieht das richtig cool aus und ist auch etwas kleiner, das Hardcover. Sieht sehr, sehr niedlich aus und ich habe auch noch ein anderes Buch von Charlotte Lucas und ich war jetzt sehr, sehr gespannt, da mal reinzulesen. Also es war eher so ein spontaner Griff ins Regal. Ich habe so geguckt, so, was könnte ich lesen? Und dann habe ich mir so gedacht, packe ich das auf jeden Fall auf meine Leseliste und lese das. Also es war auch ein etwas dickeres Buch. Also ich finde, es sieht gar nicht mal so dick aus, weil es auch so handlich ist. Aber das Buch hat fast 600 Seiten, ist also echt ein kleiner Wälzer. Und der Protagonist Konrad, der teilt alles so in Produktbewertungen ein. Also er ist
Produkttester. Also er schreibt immer positive Rezensionen. Also ist er eigentlich kein Produkttester, sondern eher eine Art Betrüger, könnte man sagen. Aber deswegen 5 Sterne für dich. Und er geht dazu über, auch in seinem Alltag alles zu bewerten. Und dann ist er auf einem Elternsprechtag von seiner Tochter. Er ist nämlich alleinerziehend. Und dann bewertet er da die neue Lehrerin und den neuen Klassenlehrer von seiner Tochter. Und die neue Lehrerin, also wir haben jetzt 2 Perspektiven, einmal die von Konrad und einmal die von der Lehrerin. Die neue Lehrerin findet dann das Notizbuch von Konrad und ist darüber nicht so happy und da startet dann das Ganze, also das Ganze zwischen den beiden. Und das war irgendwie super cool gestaltet. Also ich fand das Buch allgemein von der Thematik super interessant, dadurch, dass ich ja auch Lehramt studiere. Und deswegen fand ich Pias Perspektive sehr interessant, weil sie ist Quereinsteigerin und hat jetzt zum ersten Mal die Klassenführung übernommen von einer Klasse. Und ich dachte mir so, das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool, jetzt mitzuerleben, wie sie sich da so schlägt. Und sie hat auch einige Problemchen, aber sie findet auch immer wieder eine Lösung. Und es war einfach cool, da mal so einen Einblick zu bekommen. Und auf der anderen Seite, Konrad ist auch ein sehr interessanter Charakter. Dadurch, dass er alleinerziehend ist und diesen etwas dubiosen Job hat. Und er hat auch allgemein so ein paar kleine Ticks. Also er ist auch ein sehr interessanter Charakter. Und man merkt auch, dass da so ein unterliegendes Geheimnis ist, was die ganze Zeit so ein bisschen angeteasert wird. Also Konrad hat auch so Albträume und schreibt auch immer wieder darüber. Und man denkt sich so, okay, was ist da passiert? Also man kann es sich eigentlich denken nach ein paar Seiten. Also der Plot-Twist war dann gegen Ende nicht mehr ganz so groß, weil man vermutet es einfach, beziehungsweise es sind halt so offensichtliche Hinweise, dass man darauf kommt. Also dementsprechend ist in der Hinsicht jetzt nicht so viel Spannung da drin, aber was ich interessant fand, war eben die Beziehungskonstellation. Ich fand die Perspektive von Pia, wie gesagt, sehr interessant, weil es mich ja auch selber später als Lehrerin betrifft. Deswegen war da für mich schon Spannung von alleine drin. Und bei Konrad fand ich einfach interessant, wie sich die Beziehung zu seiner Tochter auch weiterentwickelt hat und auch wie das Ganze mit Konrad und Pia sich entwickelt hat. Also war jetzt mal nicht so eine typische Liebesgeschichte, sondern eine etwas andere und vor allem auch mit älteren Protagonisten. Also normalerweise lese ich ja so Liebesgeschichten, wo die Protagonisten so zwischen 18 und ja 25 bis Ende 20. Also jetzt zum Beispiel auch in dem Twisted Games, ich glaube, der Bodyguard ist auch schon 30 und sie ist irgendwie so 25. Aber hier waren beide Protagonisten dann so Ende 20, Anfang 30. Und das ist dann auch nochmal ein ganz anderer Blickwinkel auf das Ganze und fand ich super interessant. Hier stehen auf jeden Fall Beziehungen im Vordergrund. Nicht nur die entwickelnde Beziehung zwischen Konrad und Pia, sondern auch die ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen und Herausforderungen, vor denen die beiden Protagonisten stehen. Also fand ich das Buch sehr cool. Es ist jetzt kein 5-Sterne-Buch, wo ich sagen würde, wow, das hat mich jetzt vom Hocker gehauen. Und teilweise fand ich den Schreibstil auch etwas seltsam. Also teilweise war der Schreibstil sehr altbacken und es hat sich ein bisschen so angefühlt, als wäre komisch übersetzt worden, aber soweit ich weiß, ist Charlotte Lucas eine deutsche Autorin. Das Ganze wurde nicht übersetzt. Ich weiß nicht, also manchmal war der Schreibstil einfach komisch. Also er wirkte einfach sehr unmodern und das habe ich nicht so ganz verstanden. Also manchmal stolpert man so über einige Begriffe oder vielleicht stolper ich einfach nur mit meinem Alter über einige Begriffe, weil die mir nicht so ganz geläufig sind und für mich auch nicht so in den Alltagssprache reinkommen. Deswegen fand ich den Schreibstil teilweise etwas seltsam, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das in den anderen Büchern von ihr ist, weil ich habe ja noch eins zu Hause. Das werde ich auf jeden Fall auch bald lesen und dann berichten. Aber es war auf jeden Fall ein schöner Roman, den ich gerne gelesen habe und auch mal was Abwechslungsreiches zu den sonstigen New Adult oder Fantasy-Romanen. Also fand ich das auf jeden Fall ganz cool. Weiter geht's mit einem Fantasy-Buch, was ich gelesen habe. Und zwar ist das Secret Academy – Verborgene Gefühle von Valentina Fast. Und ich habe von Valentina Fast ja super, super gerne die Royal-Reihe gelesen. Also ich hatte ja gerade schon in Zusammenhang mit Twisted Games darüber gelesen, dass ich ja so royale Bücher liebe. Und da hat Valentina Fast die Royal-Reihe geschrieben, die ich echt richtig cool fand. Dementsprechend war ich sehr, sehr gespannt, mal was anderes von ihr zu lesen, weil ich glaube, außer der Royal-Reihe habe ich noch nie was von ihr gelesen. Hier geht es auf jeden Fall um eine Akademie mit übernatürlichen Kräften. Alexis, unsere Protagonistin, wird eines Tages sozusagen entführt bzw. mitgenommen und dann wird sie darüber aufgeklärt, dass sie außergewöhnliche Fähigkeiten hat und dass sie auf eine Akademie kommt. Und dann wird sie da speziell ausgebildet. Sie hat aber auch noch eine Schwester und die ist noch nicht alt genug, als dass man ihre Fähigkeiten erkennen könnte. Deswegen muss sie im Heim bleiben. Und Alexis' Anliegen ist es auf jeden Fall, ihre Schwester nachzuholen. Doch durch plötzliche Ereignisse wird das Ganze sehr, sehr krass verkompliziert. Und dann kommt auch noch ein neuer Schüler an die Schule, der irgendwie mehr zu wissen scheint als alle anderen. Und keiner weiß so richtig, warum er jetzt erst der Akademie zustößt und warum er diese Fähigkeiten hat, die er hat.
Und die Schüler werden immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Also sie bekommen so Aufträge und alles. Also es ist sehr, sehr spannend gemacht. Ich liebe ja sowieso so ein Academy-Flair. Da war ich schon total down und war so, okay, sehr, sehr cool. Und dann gibt es auch noch ein paar Plot-Twists und die Protagonistin wird dann im Zusammenhang mit ihrer Schwester auf eine ganz besondere Probe gestellt und fängt dann an, eigenständig zu handeln und eigenständig eine Mission zu planen. Das Ganze ist super spannend gemacht. Der Schreibstil war auch sehr cool, also sehr wie bei der Royal-Reihe konnte man gut und leicht lesen. Ich muss sagen, es war jetzt auch kein Buch, wo ich sagen würde, wow, das war so, so krass gut. Also das hat mich so gefesselt. Es war auf jeden Fall ein mittelmäßiges Buch. Es war recht spannend, es war alles ganz okay. Es gab auch den ein oder anderen spannenden Plot-Twist, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Aber irgendwie hatte das Buch nicht das gewisse Etwas, wo ich jetzt sagen würde, wow, das hat mich so krass umgehauen. Also vom Grundkonzept war es super interessant und super gut gemacht. Aber es hat mir irgendwie so ein bisschen was gefehlt. Ich meine, der Cliffhanger am Ende ist krass. Also ich möchte auf jeden Fall auch weiterlesen. Ich habe auch den zweiten Teil schon zu Hause. Aber es hat mir irgendwie so ein bisschen das gefehlt, was ich bei anderen Fantasy-Romanen habe. Dass ich dann sage, boah, das Worldbuilding ist so krass, das hat mich so umgehauen. Aber hier war es eher so, ja, war ganz okay. Ist jetzt nichts, was man nicht schon tausendmal gelesen hat. Also es erfindet sich irgendwie nicht neu, das Buch. Und die Spannungskurve ist auch eher so, also es ist recht spannend, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, krass, das ist jetzt passiert und oh mein Gott, ich will unbedingt weiterlesen. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es war ein gutes Buch so an sich, also ich würde sagen so 3,5 Sterne, aber es hat mich einfach nicht so weggehauen, wo ich jetzt sage, boah, das Buch war krass, ich möchte unbedingt weiterlesen. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen, weil sonst ist es auch unnötig. Ich habe eh beide Bücher zu Hause und ich möchte auch wissen, wie es weitergeht. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da im zweiten Teil noch kommt, weil ein großes Geheimnis wird hier auf jeden Fall offen gelassen. Ich würde auch sagen, das Spannendste Geheimnis, deswegen bin ich mal ganz gespannt. Vielleicht haut mich Band 2 ja noch völlig vom Hocker. Machen wir einmal weiter mit einem Buch, was ich auch in meinem Reading-Blog gelesen habe und von dem ich absolut begeistert war. Und zwar ist das Cinderella is Dead. Das lag ja jetzt auch ein paar Monate auf meinem Sub, also das hatte ich mir zum Black Friday geholt, also damals im Sale. Und dann hat es auf meinem Sub gelegen. Ich wollte es eigentlich unbedingt lesen, weil ich liebe ja, auf der einen Seite liebe ich so diese royale Trope und auf der anderen Seite liebe ich Märchen. Und das hier ist ein Märchen-Retelling. Deswegen war ich sofort richtig, richtig begeistert und wollte es unbedingt lesen. Hat dann doch etwas länger gedauert, aber dann habe ich in meinem Reading-Vlog relativ spontan, also ich habe es dann aus dem Regal gezogen und dachte mir so, okay, komm, das lese ich jetzt. Und ich habe es nicht bereut. Also von der ersten Seite an wusste ich, okay, das Buch ist was für mich. Das Buch ist richtig, richtig cool und dementsprechend schnell habe ich es ja auch durchgelesen, also ich konnte es kaum weglegen, weil ich es so cool fand. Das Buch ist mal eine ganz andere Märchenadaption, weil das Märchen an sich wird nicht adaptiert, sondern die ganze Gesellschaft, in der Sophia, unsere Protagonistin, lebt, ist auf dem Märchen Cinderella aufgebaut. Also die Menschen dieser Gesellschaft bauen ihr ganzes Leben auf diesem Märchen auf. Also jeder muss auch eine Version von diesem Märchen zu Hause haben, jeder muss dieses Märchen auswendig können, also sozusagen wie eine Bibel. Und dann gibt es immer wieder diesen Ball jährlich, wo dann alle 16 bis 18-jährigen Mädchen hingehen und wo sie dann von einem Mann ausgesucht werden als Ehefrauen. Also die Frauen in dieser Gesellschaft haben eigentlich keine andere Rolle als Ehefrau und der Mann darf über ihr Leben entscheiden. Also eine sehr, sehr rückständige Gesellschaft, in der sich unsere Protagonistin Sophia auch überhaupt nicht wohlfühlt. Sie findet das total ungerecht und gleichzeitig ist die Gesellschaft auch absolut heterosexuell, also alles andere wird auch nicht geduldet und damit kann sich Sophia auch gar nicht identifizieren. Sie möchte deswegen flüchten, aber keiner möchte mit ihr flüchten. Sie hat überhaupt keinen Bock auf diesen Ball und ihre Eltern sagen immer, aber du musst dich unterwerfen, sonst wirst du umgebracht. Also da ist diese Gesellschaft auch vollkommen rigoros. Wer gegen die Regeln verstößt, der hat verloren und sie geht dann letztendlich auf diesen Ball, aber bei diesem Ball passieren dann ganz kuriose Dinge und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht dazu sagen. Das Buch ist super, super cool gemacht. Es ist eine ganz andere Cinderella Märchenadaption, als die ich sie jemals gelesen habe. Super, super coole Charaktere. Es gibt nochmal einen richtig, richtig coolen Plot-Twist am Ende des Romans, bei dem ich echt dachte, boah, warum habe ich damit jetzt nicht gerechnet? Aber vielleicht waren es doch zu wenig Hints oder ich habe sie einfach übersehen wollen, weil ich wollte, dass die Geschichte in eine andere Richtung geht. Aber es war echt super, super cool gemacht. Ich hätte gerne noch mehr davon gelesen, also ich hätte gerne noch mehr Seiten gehabt und vielleicht noch weitere Teile, weil mir das Buch so, so gut gefallen hat. Es war echt ein absolutes Highlight, mit dem ich gar nicht gerechnet hätte. Deswegen hat es mir deswegen umso besser gefallen.
Weiter geht's mit einem Buch, was ich für die Uni gelesen habe, weil ich ja noch eine mündliche Prüfung habe in Deutsch und deswegen musste ich noch ein Buch lesen. Und zwar ist das dieses hier. Das ist Gilgi, eine von uns von Irmgard Keun. Und ich hatte euch ja schon im Reading-Blog gesagt, dass ich nicht so wirklich Bock habe, weiterzulesen. Also da war ich irgendwie auf Seite 100 und ja, habe das Buch lange liegen gelassen, bis ich es dann doch nochmal weitergelesen habe, weil ich mir so dachte, vielleicht brauche ich es doch für die Prüfung und dann wäre es gut, wenn ich es gelesen habe. Und ja, es hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Also es geht um Gilgi, offensichtlich. Ich meine, das Buch heißt ja auch so. Und Gilgi, ich weiß gar nicht, das Buch spielt irgendwie in den 1930ern, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und Gilgi führt eigentlich ein relativ unabhängiges Leben erstmal. Sie geht arbeiten und alles, also doch relativ unabhängig. Und dann lernt sie Martin kennen und mit Martin ändert sich ihr ganzes Leben, weil sie konzentriert sich dann nur noch auf Martin. Also Martin wird ihr kompletter Lebensinhalt. Und ich habe das Buch im Rahmen eines Narzissmus-Seminars gelesen. Dementsprechend hat das ganz gut dazu gepasst. Also dementsprechend kann man es in der Richtung gut analysieren. Aber ich mochte halt den Schreibstil überhaupt gar nicht. Ich glaube, die Thematik und das ganze Buch hätte mir besser gefallen, wenn der Schreibstil anders gewesen wäre. Es sind super viele kurze Sätze, die aneinandergereiht werden und ich mag das absolut gar nicht. Also ich bin großer Fan von längeren Sätzen, dann kriegt man auch einen guten Lesefluss und man kommt gut ins Buch rein. Hier ist jeder Satz mega abgehackt und es macht einfach überhaupt keinen Spaß, das Buch zu lesen, weil es stellt sich für mich einfach kein Lesefluss ein, das Ganze ist stockend. Man muss das Buch immer wieder weglegen, weil man sich so denkt, oh Gott, ich kann das nicht weiterlesen, weil der Schreibstil einfach so schrecklich ist. Die Thematik ist, wie gesagt, eigentlich gar nicht so uninteressant, deswegen ich glaube, wenn man einen anderen Schreibstil gewählt hätte, wäre das Ganze besser gewesen. Aber ja, ich weiß nicht. Also Irmgard Keuns Schreibstil hat mich wirklich gar nicht vom Hocker gehauen. Ich fand es einfach nur schlecht, leider. Ich weiß nicht, also ja, ich muss euch das jetzt nicht vorlesen. Also es sind halt wirklich immer wieder so ganz kurze Sätze, teilweise auch nur so Einwortsätze. Und es ist einfach unheimlich nervig. Und es werden auch teilweise sehr komische Wörter benutzt. Also ich weiß auch nicht, klar, das Buch ist auch schon was älter, ne? Also kann man verstehen, dass komische Wörter benutzt werden. Aber es hat mir einfach alles nicht so gut gefallen. Deswegen würde ich das jetzt keinem von euch empfehlen. Aber ich hatte das Buch ja schon mal gezeigt und da haben mir Leute in die Kommentare geschrieben, dass sie es für die Schule lesen mussten. Also vielleicht werde ich es selber irgendwann in der Schule benutzen müssen. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, das letzte Buch wird jetzt keinen verwundern, wenn ihr meinen Reading-Blog geguckt habt. Und zwar habe ich da ja noch ein Buch gelesen und zwar war das The Fine Print von Lauren Asher. Das Cover finde ich immer noch wunderschön, also es ist echt so ein richtig traumhaftes Cover. Und ich hatte euch da ja schon gesagt, dass ich da mit einer relativ anderen Leseerwartung eigentlich drangegangen bin, bevor ich den Klappentext gelesen habe. Ich dachte nämlich, das wäre ein Fantasy-Roman, dadurch, dass da ein Schloss drauf ist. Deswegen dachte ich einfach, okay, das wird wohl ein Fantasy-Roman sein, aber es geht um sowas wie Disneyland, also es geht um Dreamland, also ich hoffe, dass dieser Freizeitpark jetzt Dreamland hieß, weil die ganze Reihe heißt ja Dreamland Billionaires, ich kann mich nicht mehr zu 100% dran erinnern. So Bezeichnungen und Namen entfallen mir immer super schnell. Auf jeden Fall geht es um sowas wie Disneyland und deswegen auch das Schloss und alles und diese märchenhafte Atmosphäre. Und unser Protagonist, sein Opa ist verstorben und in seinem Testament steht, dass sein letzter Wille eben ist, dass er nach Dreamland geht und dafür 6 Monate die Projektleitung übernimmt und dass er mit seinen Mitarbeitern ein Projekt entwirft. Und dann haben wir noch unsere Protagonistin, die schon ewig lange da arbeitet. Sie arbeitet erst in so einem Friseur-slash-Make-up-Ding, wo dann Kinder in Prinzessinnen umgestylt werden. Und dann entdeckt unser Protagonist ihr Potenzial und sie steigt da auf und muss immer enger mit ihm zusammenarbeiten. Die beiden sind super gegensätzlich. Er ist sehr erfolgsorientiert, er kalt, sie ist total flippig, sie ist total happy immer und ein super positiver Charakter. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Also da prallen auch wieder Gegensätze aufeinander. Das mochte ich hier an der Stelle sehr, sehr gerne. Also ich finde, der Protagonist ist ganz anders als jetzt zum Beispiel in der Twisted-Reihe. Also weniger klischeehaft, klar, immer noch ein bisschen. Aber er hat auch so ein paar einzigartigere Eigenschaften. Also ich fand es immer noch besser gemacht als jetzt bei Twisted. Also deswegen möchte ich auch unbedingt die weiteren Teile lesen. Ich bin da ganz gespannt drauf. Da geht es um seine Brüder. Die habe ich auch schon auf meine Wunschliste gestellt. Es gibt so ein paar Sachen, die sehr unrealistisch sind an dem Buch. Also da habe ich auch wieder gedacht, so boah, typisch New Adult wieder. Viel konstruiertes Drama. Gerade das Ende ist
wie aus einem New Adult Bilderbuch. Also man merkt schon, dass hier sehr, sehr krass auch der Stringenz von einem New Adult Roman gefolgt wird. Es passt nun mal auch in das Genre, aber doch sehr viele Klischees wieder an der Stelle, nicht so viel Innovation, aber trotzdem funktioniert das Buch dadurch, dass es einen guten Schreibstil hat, gute Charaktere und dementsprechend hat es mir auch gut gefallen. Also ich habe es sehr, sehr schnell durchgelesen, habt ihr in meinem Lesemonat ja, in meinem Lesemonat sage ich schon, in meinem Leseblog auch gesehen, dass ich das super schnell durchgelesen habe. Ich habe einfach überhaupt nichts erwartet von dem Buch. Ich weiß, es ist auch sehr gehypt auf TikTok, die Reihe, also da hatte ich es auch gesehen. Und dann war es während Black Friday irgendwie auf 99 Cent reduziert, das E-Book. Und dann hatte ich mir das zugelegt. Aber ich hatte mich da jetzt nicht so weit mit beschäftigt. Ich habe nur immer wieder gesehen, dass es sehr gehypt war. Aber das war es dann auch schon wieder. Dementsprechend bin ich relativ unvoreingenommen da reingegangen und habe mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht, bevor ich das Leseerlebnis gestartet habe. Und wurde dementsprechend umso überraschter, weil ich das Buch echt cool fand, vom Schreibstil her und von allem. Und ich dann auch unbedingt weiterlesen wollte. Also ich habe ja super viel gelesen und das auch super schnell beendet. Und deswegen möchte ich auch unbedingt die weiteren Teile lesen. Also ich bin da super, super gespannt drauf und ja, freue mich da einfach mega. Also kann ich euch das für alle New Adult Fans auf jeden Fall nur empfehlen. So, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieses Lesemonats angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und konnte euch unterhalten. Vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen Lesetipp mitgenommen und ihr könnt mir, wie gesagt, auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Bücher ihr so im März gelesen habt und was so eure Highlights waren oder was eure Flops waren. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Sonntag und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!